Herzlich willkommen zu unserer Wochenschau rund um den Smokers Bladder Newsletter in der Kalenderwoche 9 im Jahre 2022. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie reinschauen. Menschen machen Karrieren. Produkte auch. Doch manche Karriere fängt stolperig an und manche geplante Karriere wird gar keine Karriere. Das ist bei den Menschen so wie bei den Produkten. Es muss einfach immer alles passen, damit man eine erfolgreiche Karriere hinlegen kann. Der Sänger Harry Belafonte sagte einmal, ich habe 30 Jahre gebraucht, um über Nacht berühmt zu werden. Und genau dabei fiel mir Avo Uwizia ein. Avo hatte auch eine lange Anlaufzeit bis zu seinen Glanzzeiten. Er hat erst spät Erfolge in der Musik gefeiert. Er war im Hintergrund bei vielen großen Sängern und bei vielen großen Musikveranstaltern aktiv. Aber erst im späten Alter hat er sich hier seinen Weg gebahnt. Und in einem Alter, wo andere sich nur noch auf die Couch legen, hat Avo seine Zigarrenkarriere gestartet. Ein Event, ein Termin mit Avo Uwizia war immer etwas Besonderes. Er strahlte im Alter, auch im ganz hohen Alter noch, stets Lebensfreude aus, inspirierte die Menschen mit seinem Feeling, die Musikfreunde wie die Zigarrenfreunde. Mir sagte er einmal, ich bin so happy, weil ich weiß, welchen Weg ich zurücklegen musste, um heute ein solches Leben zu führen. Ich bin einfach dankbar und möchte das alles meinen Freunden zeigen und etwas davon weitergeben. Avo Uwizia. Allen Avo-Freunden und solchen, die es werden wollen, darf ich versprechen, dass wir jetzt und in dieser Ausgabe mit einer Avo Limited Edition 2022 in den Smokers Press News Ring steigen. Kommen Sie mit? Ja, unter Intro starten wir dann mit der aktuellen Limited Edition zu Avo Uwizias Geburtstag und zum Abschluss einer speziellen Serie. Und da sind wir brauchbar. Und da heißt das nichts für schwache Nerven, denn die Paul Booker GmbH kündigt die Deppa La Matrina. Komplexer Geschmack, intensiver Genuss. Neue Zigarrenideen braucht das Land. Die German Leather Cigars kündigt ihre neue Zigarrenserie an. Frisches, freches Schnäppchen. Alec Bradley Robusto Fresh Pack 2021 im Viererpack. Wir haben es gesehen bei starken Zigarren und ist allgemein im Angebot. So interessiert sich für Pfeifentabak? Die Weller AG hat da was zu bieten. Und da sind wir bei Wellauers Mixture. Im nächsten Vortrag schauen wir nach Miltenberg. Falcom, das renommierte Tabakhaus. Falcom Old Days Special Edition. Eine Eigenmarke mit Tabakkompetenz. Einfach mal reinschauen und sich schlau machen. Und die Falcoms, die stehen zur Verfügung. IQOS am Markt etabliert. Das ist eine Zusammenfassung über die Ideen von Philipp Morris und die Vertriebsstrategien rund um dieses Produkt IQOS. Der Verband des E-Zigarettenhandels stellt auch was Neues vor, und zwar einen Faktenreport. Ja, wirklich gut aufgearbeitet. Reinschauen, wer sich dafür interessiert. Und da gibt es einen Bundesverband, Wasserpfeifentabak, und der hat sich auch ein bisschen neu konzipiert. Und diese Wege zur Selbstregulierung haben wir in einem Artikel zusammengefasst. Eine Shisha kaufen. Was braucht man dazu? Was muss man beachten? Da haben wir einen Gastartikel, den wir Ihnen hier empfehlen. Und damit noch ein Gewinn, da sind wir bei einem Klassiker. Das ist 1920er Jahre in Deutschland, aber jetzt ganz frisch aufgetischt. Im Jahre 2022, Denny Cotea. Denny Cotea kommt mit neuen Produkten und die sind bei uns in der Gewinnspielrunde zu gewinnen. Nice to meet you, heißt es in dieser aktuellen Gewinnspielrunde. Und da dreht sich alles um die neuen Denny Cotea Zigarettenspitzen. Autory, Herr von das Grüßen. Und das schon entdeckt, sind wir nochmal in der Bereich der Tabakzigarette. Die Marlboro 6XL stellt sich vor. Das ist ein neues Format. Das sind 57 Zigaretten
Für 18 Euro, das dürfte die Zigarettenfreunde wirklich interessieren. Das Spannende dabei ist, dass Philipp Morris einmal mehr die Konsumentennachfrage umgesetzt hat. Und das Trinkbar, da geht es ein bisschen durcheinander. Da kommt erst einmal mit einer Darstellung und um ein wunderschönes Weinglas. Und dieses wurde auch ausgelobt bei Award. Dann haben wir fünf der allgemeinen News, also der neuen Produkte, die in diesem Bereich der Getränke vorgestellt werden. Aber wir schauen auch mal darauf, dass also die EU versucht hat, den Wein mit einem Bapperl zu deklarieren. Und genau das Ding kam nicht an. Und da ist meine ganz persönliche Aussage dazu, das passte einfach nur in den Papierkorb. Dann sind wir bei Topos de Beek und schauen in die Pfeifenszene. Da sind wir bei Vauen und Vauen stellt die Frühjahrsmodelle vor unter dem Slogan Wir sind Vauen. Wir teasern das in dieser Woche an und ab der nächsten Woche geht es sukzessive weiter mit den neuen Pfeifen aus dem Hause Vauen. So, weiter geht es bei Besuch war bei uns und da kommt Jeremy Castagni nach Deutschland, auch einer, der was zu sagen hat. Und darauf freut sich Klaus Kleinlage, beziehungsweise die Frontmanager von Klaus Kleinlage, Ulrike Sampe und Thomas Geisler, die sind mit dem Castagni in Deutschland unterwegs. Das ist in Leeds, in UK, in London, einen neuen Habanero-Spezialist gibt. Das ist auch vielleicht interessant für Sie, liebe Zuschauer. Aber ich finde einfach den Schritt, die Offenbarung, die Präsentation eine wirklich gelungene. Und deswegen haben wir diese auch bei uns präsentiert. Ein weiterer guten Auftritt dürfen wir Ihnen empfehlen, ein weiteres gutes Event, ein weiteres gutes Engagement hat Starke Zigarren auf den Weg gebracht. Starke Zigarren kündigt eine Eröffnungsveranstaltung des Berliner Zigarrenclubs im Ritz-Carlton im Potsdamer Platz an. Aber da finden Sie auch generell die Zigarren, die starke Zigarren im Markt präsentiert. Und auf Drinks & More, da sind wir bei Padrona und die kommen mit einem Rumzugang. Und dann schauen wir weiter, was es unter Brauchbar bei uns noch gibt. Da haben wir die Gerber Humiteure, das sind die Virtuose zu Hause für hochwertige Vitolas. Wir haben natürlich auch eine Information zur neuen Information vom Zigarrenmagazin in der Kalenderwoche 8 auf Smokers Blended. Das heißt die wöchentliche Vorstellung der Zigarre des Monats. Und in unserem Mediasonntag, da haben wir Roger Jack. Das ist der Mann der Zigarrenschachtel, den wir im aktuellen SNTV-Talk haben. Das ist eine interessante Geschichte, die 2003 begann. Und die im nächsten Jahr 20-jähriges Jubiläum feiert. Ja, was feiern wir? Wir feiern unter dem VIP-Partner der Woche, Stefan Meyer Tabakwaren in Freiburg, und haben Infos unter rauchbar, brauchbar, trinkbar, besuchbar und lesbar für Sie gespeichert. Frühlingsanfang. Am heutigen Drehtag, dem 1. März, ist es soweit. Denn bei den Meteorologen gilt der 1. März bereits als der Frühlingsanfang. Diese Strohhalme nehmen wir doch gerne auf, denn hinter uns liegen einmal mehr harte Monate. Zum alljährlichen Winter gesellten sich diesmal gleich zwei Corona-Wellen, eine Delta und eine Omikron. Viele Menschen reduzierten ihre Kontakte, blieben zu Hause als ansonsten üblich. Doch damit ist jetzt bald Schluss. Heraus geht es. Und zum Frühlingsthema habe ich Ihnen ein passendes Zitat mitgebracht von Wilhelm Busch, einem der einflussreichsten humoristischen Dichter und Zeichner Deutschlands. Der Frühling hat eine erlösende Kraft. Auch für die kommende Woche darf ich Ihnen Karriere-Highlights versprechen. Produktkarriere und eine Macherkarriere im aktuellen Smokers News TV Talk. Ich wünsche Ihnen weiterhin Zuversicht, Freudigkeit. Und bleiben Sie gesund. Leben Sie das Leben und freuen Sie den Genuss. Schalten Sie ab, aber nicht bei uns. Ihr Klaus Bitterwedel.